So, liebe Leute, wir sind wieder dabei. Auf Route 8, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, es ist der Anfang der Route 8 tatsächlich. Und wir sind jetzt in einem etwas eingeschneiten Gebiet. Und hier gibt es möglicherweise gut Eis-Pokémon. Hier gibt es eine Fontane und Schnäppke und Sneebel. Aber brauchen wir gerade nicht. Weg, weg, weg. Schöne Trainer hier. So, auf geht's mit dem Polizisten hier. Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blut. Also den Ball. Und der fängt mit einem Arcanium. Okay. Galoppa. Haben wir ja vorne noch drin. Ich überlege gerade. Doch, wenn ich eine Stärke, damit müsste es eigentlich zumindest gut geschlagen sein oder gut geschwächt sein. Dann hat Zahlen okay. Knirscher gehofft. Gedacht. Wie viel hat er? Aber noch ein oder zwei hat. Ich sehe es nämlich leider nicht. Okay, wir sind auf Turbo-Tempo. Das war mir fast klar, dass du dann noch schnell noch eine Attacke daher ziehst. Gut, dann machen wir es weiter. Haben wir Checkup und halt hin. Akagi. So. Elektro, okay. Sind jetzt doch. Ich habe hier noch ein Pokémon, was werde ich da beherrscht. Wieso brauche ich kein Boom-Pokémon, weil ich habe da zwei Blöcke in der Attacke, ja? Weiß ich nicht, Level 41 mittlerweile schon. Jawohl, und Elektro. Gut. So. Der Polizist ist besiegt. Wir können jetzt gleich die nächste Stadt schon erreichen. Ich habe aber mein Team, aber das bringt mir jetzt nicht zu heim. Wir haben mega Pokémon hinter hier direkt Mann. Und wir sind in Zurchessa. Wahrscheinlich eine Stadt mit Eis. Würde mich nicht wundern, wenn das hier eine Eisarena wäre. Die Arena ist da hinten. Ja, ist es tatsächlich auch. Wir haben tatsächlich hier editionsabhängig eine Eisarena. Ich glaube, Eis und Kampf. Wenn ich über Eis und Boden, glaube ich, kann das so sein. So, dann halte ich mich mal kurz hoch. Gut, dann müsste das eigentlich kein Problem sein für Libalo. Diese Eisarena ist. Aber ich würde mich nicht darauf festlegen, dass das hier relativ easy wird. So, alle mal nach vorne ziehen. So. Und zwar hier ein bisschen um, ob wir hier noch irgendwo ein Item oder so finden, muss hier noch so ein bisschen. Oh, was ist das hier? Ich würde gerne Gelatroppo fangen, aber ich bin halt etwas zu alt dafür, um ein Gras herumzuschleichen und Pokémon zu werfen. Müsste dein Gelatroppo gegen meinen Karadonis tauschen? Das wäre einfach fabelhaft. Leider habe ich keins. Tut mir leid. Ich bin als Eisverkäufer Gelatroppo. So, hier Friseur. Patrouilliert in der Stadt, okay. Da war schöne Musik noch im Hintergrund. Hier ist es scheint wohl die Therme zu sein. Was haben wir hier Pokémon? Oh, ein Wagon. Dem geht's gut. Okay, dann hat er Lacken. Doch, die Stammung ist kühl, deswegen sammelt sich da auch schnell Schnee an. Oh, hier ist ein Item. Und zwar die Thema 51 Eichbär. Sache, es lohnt sich dann also tatsächlich mal durchzugucken hier. Kann ich mir irgendwie beibringen? Eisspieler, Eisspieler. Könnte bezüglich der letzten Arena. Ah, leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Obwohl, warte mal, ich guck mal gerade eben kurz ins Pokémon Center.
Da gibt es ja diesen Stand. Vielleicht haben wir im TM-Stand plötzlich ein bisschen Glück. Wo gibt's? Ich weiß gar nicht, ob es einen TM-Stand dort gibt. Bezüglich. Ne, es gibt noch Eiträge. Okay, gut. Schade. Hätte klappen können. So, was haben wir hier oben? Okay, unser Restaurant, ziemlich gutes Restaurant. Da gucken wir mal rein. Vielleicht machen wir diese Folge auf die Arena schon. Das ist nicht so lecker, dass es lohnt, einen Umweg zu machen, einfach nur um herzukommen. Der richtige Kämpfer haben wir, muss rechtlich essen. Du willst vom Essen über die Arbeit? Soll er deine Meister verlieren? Das ist unglaublich lecker. Ich würde es auch so hinbekommen. Wir könnten mein Pokémon auch mal davon kosten. Ist perfekt gebraten, das ist saftig und bis. Der Kopf verdient ein großes Lob. Das ist ein toller Wandteppich, stimmt's? Ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Okay. Und eine Fernbeute. Das kennen wir ja von Kamu. Ja, viel haben wir tatsächlich dann doch nicht zu Gesicht bekommen. Okay, dann machen wir uns auf in die Arena, liebe Leute. Das sieht wie so eine Eisattack-Arena aus. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Machen wir mal nochmal. Und holen wir uns den nächsten Orden, liebe Leute. Hopp. Der grenzt, der hat das Orden schon. Aber ich meine, hier einen Riesenplatter ran. Oder auch nicht. Mann, ich hatte gegen Eis bekommen, weil du doch nicht als das Wahre. Dabei hatte ich die doch 1:1 von meinem Bruder abgelobt. Das war ein Mist. Hier hast du Liga-Karte, Arena-Leiterin, gegen die ich gerade verloren habe. Du bist einen guten Blick darauf, bevor du dich die Herausforderung stellst. Okay. Ich muss dir mal überlegen, was ich auch eigentlich im Innerkanten zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mir Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Balduin oder was? Hey, ich bin Balduin. Wie jemand wie dich, das ein Schicksal unter einem Wunsch steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Ein Mondball. Okay, gucken wir mal, ob wir einen Mondstein bieten. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, es dürfte diese Arena sein. Ich versuche gerade was. Gibt ja diese Plateauschuhe, die ich habe. Warum habe ich die denn jetzt hin? Hier. So, Pokémon trägt jetzt ein paar Plateauschuhe. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich versuch's mal, ob es tatsächlich klappt. Das, die Plateauschuhe verändern ja, dass man irgendwelche Fallen tippt. Und ich glaube, das ist die Arena tatsächlich, wo halt auch viele Fallen da sind. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Jawohl, ich möchte antreten. Und los geht's. Jetzt ziehen die Uniform an und dann geht's hier los. Ich weiß nicht. Ah, doch, die Arena machen wir komplett. So. Hier, den Vollkommendetektor. Hier bin ich für die Arena-Mission. Ja, ist mit einer leichteren. Es sind zwar immer mal wieder Fallen oder so drin. Ich hoffe, dass wir mit dem Verpflichten tatsächlich drüber gehen können. Ich glaube, das Bordeaux davon, ob der auf Schwert ist, da die Boden-Pokémon. Okay. So dann, soll ich die Regeln der Arena ein bisschen von Zerstörst erklären? Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte für Fallgruppendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich ist unsichtbare Fallgruppen versteckt. Wenn solch eine Fallgruppe benutzt, wird sonst selbst erreicht oder verbrüht gemacht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgruppe kommst. Dann hoffe auf jeden Fall viel Erfolg. Gut, gucken wir mal, was funktioniert. Okay, es funktioniert nicht. Hätte ja auch klappen können, wäre zu einfach gewesen. Dann werde ich mal im Elektro wieder lassen. So, dann werde ich wieder Libellung nach vorne ziehen und werde es tatsächlich die herkömmliche Weise versuchen. Ja, umso stärker sind die Güter, sind ja so mal an der Falle dran. Ich bin ein bisschen vorsichtiger hier. Ich glaube, die erste haben wir schon. So, erster Trainer. Erste Trainer, liebe Leute. 1 Norm Norm. Da hatte ich auch lange überlegt, ob ich das Ziel geben soll. Die Weiterentwicklung war gar nicht mehr so schlecht. Der für Eis-Pokémon, aber habe ich doch dann entschieden. Dagegen entschieden. Deswegen bin ich jetzt. Habe ich mich dafür. Einer, dass sie geschieht.
Oh, es packt die. Es packt. Auf jeden Fall Doppelkick. Weg. So. Das ist machbar. So, ja gut. Das ist neutral. Das ist sehr effektiv. So, der erste ist besiegt auf jeden Fall. Der erste Trainer. Trainer. Todi. Ich frage jetzt, ob ich hier wohl gut. Ja, genau. Die erste. Die war die Fall gewesen. Und hier geht's jetzt weiter. Mit Teil Nummer 2. Ich muss ein bisschen ruhig sein. Das liegt aber auch daran, dass ich halt die. Dass die Detektor. Ah. Dass ich den Detektor hier hören muss. Diese Situation in die Rinde merken muss. Ja, einfach ist es nicht, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach versuche aus, sondern ist auf gut Glück. Aber nein, ich bin jetzt halt. Regulär. Okay, da kann man nicht durch. Ja, aber die. Gott sei Dank erst die Plattform. Ich wette nicht, dass wir da gerade durchkommen würden. Austausch. Ja, okay, das wäre ja tatsächlich wahr gewesen, auf da auf Elektro zu gehen, aus dem Wasser-Pokémon im Balti hat. Haben wir was trotzdem. Ich weiß nicht, wie viel Wasserattacken es kann. Oder wie er auf die Eisattacken gehen. Ausbruch. Okay, es versenkt seine Verteidigungswerte und steigert sein Initiative, glaube ich. Der ja, Angriff. Angriff, Spezialangriff, ja, und Initiative, okay. Kein Kling, ja doch, es ist keine Angriff, was auch passiert. Was erwartet. Okay, wenn du mal einen Hit, also den Spezialangriff, ne? Klar. Tschüss aus, das Gott sei Dank, das Vieh ist weg. Das hätten wir sehr viel Ärger machen können, tatsächlich. Und Level 43 für Elektro. Ja, doch ja, es ist nicht ganz einfach. Es sind viele Pokémon, das sind Wasser-Eis-Pokémon. Ich denke, dass immer noch Mugok rumlaufen wird. Mit jeder Wette. So, ich muss mich mal kurz heilen. Wenn die muss ich ja mehr als genug haben. Ja, ich habe 20 Stück. So. Elektro. So. Ah, was? Doch, vielleicht da drüber noch. Ja. So. Okay. Alciberio. Okay. Das ist ein reines Eis-Pokémon. Das ist gut.
Das war mal eins. So. Wunderbar. Der Trainer war ja doch nicht so schwierig, wie ich erwartet hatte, aber da vorne geradeaus würde ich wahrscheinlich nicht durchkommen können. Ne? Die ja nicht geil, dass ich nicht will. Fahren wir nicht mal zurück, da fahren wir nicht zu der Plattform zurück. Da geht's ins Außenraum. Nochmal. Gut, die Platten, die haben wir auch schon erledigt. Ja, die Zeit gewesen. Und jetzt wird's nebelig. Und jetzt wird's wirklich nebelig. Also jetzt sehen wir nämlich auch nicht mehr viel. Sondern wir müssen jetzt tatsächlich komplett auf unsere Zinke gehen. Ich bin bis Zeug gegangen, wollte eigentlich ein früher abbiegen. Gut, die Plattform. Kein Trainer, aber hier müssen wir einer sein. Warte mal, wo war der? Hier. Das dürfte sogar die letzte sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt oder vorletzte sogar ist. Danach müssen wir alle kommen. Oder haben wir danach die Challenge erledigt und müssen dann nur noch die. Nein, guck mal gleich. So, auf jeden Fall geht er mit Artiglas rein. Auch wieder rein in Eis-Pokémon. Und nehmen wir Feuerball. Wir bleiben dabei. Oh, ist überlebt. Jetzt überlebt die Attacke. Gut, okay, dann über Fokus kriegen, dann muss es gegen erledigt sein. Ja. Mit dem Volltreffer. Ja, gut. So. 42 für Schlapfel. Okay, ich bin auch besiegt. So, die Frage ist, wie geht es hier raus? Oder weiter? Ja, zu viel. Na, auch so ganz einfach ist die nicht die Challenge. Ja, Sicherheit nicht geradeaus. Ha, geschafft. Eingelesen. Ach, doch, ja, das wäre nicht. Rekord gesagt. Gut, das war das die letzte. Tatsächlich. Dann können wir jetzt tatsächlich uns dem Arena-Leiter widmen. Ja, dem Arena-Leiterin. Ja. Weiblicher Trainer. Weiblicher Arena-Trainer. So. Auf geht's. Dann wollen wir uns jetzt in den nächsten Orden. Das müsste jetzt der sechste Orden sein. Sechste oder siebte Orden sogar schon. Ich glaube, sechste sind ein bisschen Zeit. Ja, Mel. Sie ist jetzt auf Eis-Pokémon.
Und dann schauen wir mal, was sie kann. So, nee, okay. Wir kriegen nochmal die Leber. Okay, für Eis-Pokémon sollte eigentlich tatsächlich wie Feuer nicht wirklich viel ausrichten können. Okay. Papillian. Was hat als Nutzen? Nein! Verfehlt! Die Frage ist, ob das vielleicht ein One-Hit-Player wäre? Ja. Eins macht auf jeden Fall noch. Minimum eins. Dann ist wieder zwei. Dann hat sie danach noch eins. Dann hat sie danach noch eins. Guck mal die Werte. Die gleiche Variante wie bei gleiche Fähigkeit wie bei. Ja, wie heißt es hier? Geist-Pokémon. Die Kostüme sind gut. So. Okay, da waren die Kostüme abgeschlossen. Ich versuche die Initiative zu senken, aber mit der Nikolade halte ich nicht gegen. So, ich will noch ein Pokémon tatsächlich sehen. Ich habe noch eins auf jeden Fall. Das war wohl klar. Lapras. Scheiße. Ah, da habe ich was gerichtet. Vertraut. Frage ist. Lapras hat ja bald Typ Wasser. Oh, oh, das wird richtig cool. Das könnte richtig cool sein. Da wird auf jeden Fall die Kinderwasser einsetzen. Ich gehe auf Faust. Ich gehe auf den Angriff. Ich fürchte, dass ich das bereue. Ich glaube, da würde uns keine Option sein, dieser Arena. Ich glaube, vielfach Fläche gegen alles keine Chance. So. Die Frage ist. Ja, ja, klar, da passt jetzt doch. Das wird nicht ohne werden, definitiv nicht, das ist doch schon so nicht. Aber hier wird es noch schlimmer werden. Das ist Glück. Oh, Kack! Das ist nicht gut. Ach, gut. Es geht. Angesteigt, sehr gut. Aber ich verstehe, dass ich jetzt mit der Flug hier Feierabend machen wird. Also, war ein Versuch wert, aber was nicht gegangen. Wir haben voll drin gemacht. Ja. Sie ist einfach gewonnen, ist es nicht. Der Kick ist durch und nimmt eine Paralyse. Ja. Das ist gut, das ist schon mal die Initiative und verliert, sie verliert eine Runde.
Er verliert schon mal eine Runde durch die Paralyse. Das ist zumindest gut. Das hilft uns schon mal wieder ein bisschen mehr. Und noch eine. Das kommt mal auf. Ich würde mich noch verstärkt. Was ich machen kann, wirklich. Ich werde versuchen, ihn gegenzuhalten. Oder mit. Ja, dann ist er wieder mal so schwer, dass ich nachpasse. Jetzt aber auf Nacht hier. Die Katze. Heißstelle. Ich weiß nicht, ob du jetzt natürlich noch einen Trank ersetzen willst. Initiative. Das reicht, Gott sei Dank. Okay, es war dann doch ein sehr zäher Brocken. Habe ich gemacht. Keiner mehr für keinen, aber und wir haben wieder einen. Okay. Erledigt. Ich vermute, dass es doch ein Trainer danach gibt oder zwei. Den Eishauer noch mal. Zwei Ordnung, sehr gut. Okay. Level 50 können wir fangen. Was fehlt denn da noch in der Arena? Drache auf jeden Fall, das weiß ich. Aber wer ist sie danach? Zum Eissturm. So, gucken wir mal, ob wir die Attacke nehmen können und nutzen können. Ja, können wir. Gut. Dann haben wir zumindest Möglichkeiten für Wasser für alle Drachen-Pokémon. Bezüglich der letzten Arena. Weil jetzt Arena wird Drachentrainer sein, nämlich Roy. Aber einer war noch davor. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich weiß nicht wer. Nicht Arena. So. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Zürchester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ja ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ja, da waren wir ja schon mal drin. Aber da werden wir uns in der nächsten Folge erst reinbegeben. Bis dahin. Tschüss.